Willkommen zu einer Analyse der, Analyse der Esoterik. Beginnen wir mit Telemediale, ja, telemediale Idee von Thomas G. Hornhauer. Interessanterweise hatte er vorher eine Sex-Hotline. Beginnen werde ich mit dem wohl primären Hintergrund des Handels, nämlich dem Narzissmus des Herrn Hornhauer. Narzissmus, Doppelpunkt. Herr H.'s Hauptinteresse liegt im Verfolgen seiner Idee. Diese ist laut seiner Aussage das Seelenheil für die Probleme der Menschen. Dazu gehört auch, dass er die Probleme der Zuschauer kennt, von vornherein. Zum Beispiel meint er sowas wie, wenn Sie wissen wollen, ob Sie feminin oder maskulin sind, rufen Sie mich an, ich sage es Ihnen. Seine Erklärungen sind dabei sehr allgemein und spiegeln seine Wahrnehmung wider. Das bedeutet aber auch, dass er die Probleme seiner Anhänger nicht kennt. Er redet nur aus seiner Sicht darüber. Kritik nimmt er nicht an und weist sie von sich. Kritiker hätten halt das System nicht verstanden. Nach seiner Äußerung sollen sie nicht das schädigen, was sie konsumieren, und Kritik ist Wortschändung. Kritiker sollen sich an ihre eigene Nase fassen. Das Schreiben von negativen E-Mails stelle eine kriminelle Vereinigung zur Schädigung eines Geschäftsmodells dar und sei strafbar. Es zeigt sich, dass eine Selbstreflexion nicht existiert, deshalb auch die Unfähigkeit, Kritik anzunehmen. Durch seine allgemeinen Äußerungen, also durch das Geheimnisvolle, steigert er auch sein Selbstwertgefühl. Er ist im Besitz des Wissens über die Macht, welches die anderen wollen. Sein Narzissmus, Folge seiner Idee, in Verbindung mit der emotionalen geringen Ebene, lässt eine problematische Schlussfolgerung oder Frage zu. Kann Herr H. überhaupt die Emotionen der Anrufer wahrnehmen? Seine Idee, in Klammern Ideologie, hat die höchste Priorität, auch emotional, so dass Herr H. wohl davon ausgeht, dass auch deswegen angerufen wird, so dass er kaum die Probleme der Anrufer emotional wahrnehmen kann. Außerdem bietet sich Herr H. mit seiner Idee als Helfer für die Probleme der anderen an. Da aber diese Idee sehr allgemein ist, ist es wahrscheinlich, dass Herr H. die Nuancen im Gefühlsleben der Anrufer nicht wahrnehmen kann. Durch diese undifferenzierte Wahrnehmung ist es ihm auch nicht möglich, Unterschiede zu erkennen. So benutzte er Gruftis, da diese soziale Gruppe in der Wahrnehmung des Herrn H. wohl genau wie er eine andere Ebene berührt. Diese Gleichsetzung mit seiner Idee zeigt seine Selbstüberschätzung. Undifferenziert ist auch die Äußerung, dass Frauen, die im Kern maskulin seien, während Vollmond Menstruationsschmerzen hätten. Personen mit bestimmten Merkmalen werden also mit etwas negativ in der Verbindung gebracht. Dazu gehört auch eine solche Äußerung wie, wenn du die Bereitstellungsgebühr nicht zahlst, bist du an deinem Kern noch nicht angekommen. Wie er selber sagte, seine Anwesenheit verändere die Wahrnehmung. Durch seine Selbstbezogenheit und seiner Nichtreflexion macht er Äußerungen, die keinen logischen Zusammenhang ergeben. Vor allem, da diese immer situativ sind und nicht inhaltlich. Herr H. sei übrigens ein Spiak. Dieser Begriff verhilft dem Anführer zu einer höheren Person. Er wird zu einer geheimnisvollen Person erhoben. Dadurch wird er noch etwas ungreifbarer und das Einzige, was bleibt, um ihn zu erfassen, sind seine eigenen Worte. Man ist abhängig von dem, was er sagt. Er sagte so etwas wie, die persönliche Wahrnehmung sei die Wahrheit. Logischer Schluss, wer ihm vertraut, kennt die Wahrheit. Geringe Emotionalität ist die Grundhaltung. Es ist auch zu beobachten, dass die Grundierung der ganzen Sendung von emotionalem geringem Niveau ist. Die Sendung baut auf Mittelmäßigkeit auf. Nie gibt es authentische Wutausbrüche oder echte Freude über etwas. Es wird lediglich geschrien von Herr H., um die Situation anzuheizen. Oder Hornhauer lacht, um sich selber zu gefallen, im Klammern Witz. Der Beweis für die emotionale Tieflage bietet ein Beitrag bei YouTube. Titel: Hornhauer Nervenzusammenbruch live im TV vom 7.2.08. Dort sieht man, wie Herr H. mental zusammenbricht und anfängt zu weinen. Nach meiner emotionalen Wahrnehmung ist diese Szene authentisch und erkläre ich so. Nach langer Zeit der emotionalen Unterforderung brechen die Emotionen ausgelöst durch eine bestimmte Situation heraus und bahnen sich ihren Weg, so dass Herr H. keine Kontrolle mehr darüber hat und er ihnen ausgeliefert ist. Wut beispielsweise existiert überhaupt nicht und wird latent verleugnet. Situationen, die Wut rechtfertigen würden, werden einfach wegdiskutiert. Liegt wahrscheinlich daran, dass Herr H. einer Ideologie folgt und Wut mit ihrer Authentizität als Gegenpol gesehen wird. Wut entzieht sich der Kontrolle, der Obrigkeit. Kontrolle ist Herr H. wichtig. Sämtliche Emotionen, die man sehen kann, sind kurzweilig und berühren niemanden persönlich. Sie geschehen nur im Rahmen. Die Situation. Am Abend vom 16.05.08 zum 17.05.08
war zu erkennen, dass ein gewisser Grad von Emotionalität vorhanden sein kann. Diese war stellenweise übertrieben, wahrscheinlich zum Ersatz der Beziehungslosigkeit. 0.30 Uhr. Die ganze Situation war emotional mehr getragen als alle anderen, die ich bisher gesehen hatte. Warum, ist mir nicht ganz klar. Die Emotionalität begann, nachdem einer Anrufer anrief. Vielleicht fühlte sich Herr H. stark bestätigt, vielleicht bahnten sich die Emotionen wieder ihren Weg. Es kann durchaus sein, dass Herr H. so emotional war wegen der Anruferin, da er oft emotionaler ist, wenn Personen anrufen, die ihm folgen. Es kann aber auch sein, dass es daran liegt, dass anscheinend keine kritischen Anrufe mehr durchgestellt werden. Vielleicht wegen des bevorstehenden Besuchs der Gruftis und der damit entstandenen Angst vor solch latent authentischen Personen. Da die Angst durch positive Gefühle ersetzt werden musste, um Beruhigung herbeizuführen. Als die Gruppe Gruftis dann anwesend ist, sieht man sofort, dass die Ideologie gegen die Authentizität keine Chance hat. Herr H. hält sich zurück und stellt Fragen. Er versucht, niemanden zu belehren. Er macht seine Schwäche zu stärken. Herr H. bezeichnet sich als Opfer wie Jesus. Durch bestimmte Äußerungen versucht er, sich mit der Gruppe zu vermischen, zum Beispiel dadurch, dass er und die Gruftis Zugriff auf Spiritualität haben. Denn dass er mal E-Gitarre gespielt hätte. Herr H. verhält sich latent infantil, stimmt zu, schmeichelt, spielt Kinderspiele, sitzt da und lässt die Gäste reden, wirkt wie ein Kind, welches mit der Situation überfordert ist, ist wohl eingeschüchtert und eifersüchtig auf die Macht der Jugendlichen, also auf die Authentizität. Die beiden anderen telemedialen Mitarbeiter existieren überhaupt nicht mehr, kommen nicht mehr ins Bild. Problem der Ungenauigkeit, in Klammern Diffusität, eine Sache, die diese ganze Sendung durchzieht, ist die, dass niemals ein wirklich konkreter Inhalt geäußert wird. Es kommt zwar vor, dass man einzelne Elemente erklärt, dies geschieht aber nur, um wiederum allgemeine Zustände zu erklären. Durch diesen allgemeinen Zustand ist Herr H. in der Lage, das, was er sagt, zu einem Geheimnis zu machen. Er ist nicht greifbar. Hornhauer wird zum Geheimnisträger. Man stelle sich die Prozedur als eine Art Straße vor. Die Straße der Allgemeinheit. Doch das konkrete Ziel erreicht man nie. Somit besteht die Gefahr der Abhängigkeit. Denn die Anhänger hoffen ja auf das Ziel der bewussten Veränderung. Das Geheimnisvolle weckt die Neugier. Sollte man doch nachfragen, zum Beispiel nach dem konkreten Ziel, wird gesagt, man habe das System nicht verstanden, was bei einigen die Abhängigkeit verstärken könnte. In einer Äußerung gab das Herr H. sogar unbewusst zu. Er meinte, dass er authentischer sei, wenn er in der Mitte ist. Ansonsten hätte er sich wieder rauswerfen lassen. Erschaffung eines authentischen Bildes. Dazu gehört die Dekoration der Räumlichkeiten. Diese besteht aus verschiedenen selbstgemalten Bildern. Sie sind farblich komplex, also farblich nicht einheitlich und stehen für eine geheimnisvolle Welt. In Verbindung mit Haas Worten wertet es seine Äußerung auf. Die Worte werden emotional aufgeladen. Zum anderen, da die Bilder von Hand gemalt wurden, von telemedialen Anhängern, ist es für die gläubigen Zuschauer wohl so, dass sich die Macht verbildlicht, also sogar sichtbar wird. Oft werden Inhalte mit wissenschaftlichen Fachtermini vermischt. Dadurch wirkt die Äußerung fundiert. Des Weiteren sitzen am Orange Table von Z Personen, von denen einige einen anderen ethnischen Hintergrund haben. Davon sind einige auffällig gekleidet und wirken so wie die Oberhäupter anderer Nationalitäten. So entsteht ein Bild, welches suggeriert, dass Herr Haas Idee weltumspannend sei. Eine Macht. Diese Oberhäupter wären sozusagen im Besitz der Macht. Herr H. spielt auch selber Musik, es berührt die Anhänger und es wurden Gruftis eingeladen. Durch diese Gruppe von Jugendlichen kann Herr H. das Bild einer anderen, authentischen Welt erhärten. Weil wie Herr H. sind solche Personen der normalen sozialen Umwelt abgewendet. Latent menschenverachtende Züge. Herr H. spricht vornehmlich mit denen, die seiner Idee folgen. Doch deren Probleme kommen wirklich nicht zur Sprache, vor allem nicht die Hintergründe. Wenn, sind sie nur Träger für Herr H.'s Gedankengut. Unbewusst geht es dabei wohl um Bestätigung des Herrn H. Alles, was die Anrufer sagen, wird von Herr H. in seine subjektive Sichtweise umgewandelt. Seine Ideologie zerstört das Zwischenmenschliche. Dadurch ist auch kein wirklicher Diskurs möglich. Latent faschistoide Züge. Personen, die Kritik üben oder auf Problematiken hinweisen, werden stark herabgewürdigt. YouTube-User werden als die Wichser der Nation bezeichnet. Es wird angedroht, beim Missbrauch der Telefonleitung juristisch vorzugehen. Es werden also Personen aufgrund ihres ethnischen Hintergrunds oder bestimmter Fähigkeiten herabgewürdigt. In diesem Fall Kritik üben.
Personen werden gesellschaftlich in eine Ecke gestellt, wohin diese Vorgehensweise führt, sah man im Dritten Reich. Die katholische Kirche wurde als Sekte bezeichnet. Tanz. Im Laufe des Programms finden Tanzsessions statt. Herr H. trommelt, weitere Mitglieder spielen andere Instrumente. Weitere Anhänger der Telemedal-Idee tanzen im Kreis um eine Pyramide. Auffällig ist dabei, wie die Bewegungen immer wieder wiederholt werden. Wie von einer Maschine. Als werden diese Bewegungen wohl kaum emotional getragen sein. Sie folgen eher mechanisch dem Takt. Diese Tanzsituationen überdecken wohl die Inhaltslosigkeit. Manches erinnert an Sport. Sexuelle Ebene. Ich komme nicht umhin, eine sexuelle Tönung zu erkennen. Vor allem in den Tänzen. Die Tänzen stellen eine körperliche Aktivität dar, die zu einem inneren Glücksgefühl führen soll. Obwohl die Tänze den Umgang mit Gefühlen offenbaren nämlich einen stellenweise mechanischen. Dass die Tänze eine sexuelle Tönung haben, liegt wohl daran, dass Sexualität in der Sendung so gut wie verleugnet wird. 17.05.08, ca. 23.40 Uhr ist der Beweis. In einem Gespräch mit einem Anrufer wollte Herr H. nichts über dessen Sexualität mit seiner Freundin wissen. Wenn Sexualität vorkommt, dann nur als Erklärungsstütze. Sexualität ist wohl gefährlich und beängstigend, da sie mit Authentizität einhergeht. Und auch, weil der Tanz soll ja, ist ja eine körperliche Aktivität, die zum Glücksgefühl führt, und Sex, bei Sex ist es auch so. Körperliche Aktivität, am Ende ist das Glücksgefühl, eine narzisstische Bestätigung. Gefahranalyse. Gefahr hohe. Personen, die ein bestimmtes Ziel verfolgen, eine Art Erlösung suchen, könnten durch die allgemein gehaltenen Äußerungen des Herrn Haas abhängig werden. Gefahr gering. Nach einer gewissen Zeit des Zuschauens ist mir klar geworden, dass viele der Anhänger gar nichts anderes wollen als das, was ihnen Herr H. gibt. Ein gewisses Gefühl.